Jo, servus Leidl, ich bin's wieder, der Jolly. Ich zeige euch heute einen kurzen Video, wie ihr ganz easy und schnell eure Waffe auf Gold kriegt. Und zwar müsst ihr eigentlich nur den neuen Spielmodus geführt machen. Dann bis zur Runde 10 oder 11 spielen. Dann da oben Ehrlich aufkaufen. gesagt, siehst du jetzt viel besser aus. Und einmal Dein Gesicht eure verhält sich. 2000 Ich habe mir kritische keine Sekunde Abschüsse davor machen. gemacht. Dass was ganz easy und schnell geht. Ah, da ist schon Goldtarnung, okay. Aber wie sie das am besten macht, zeige ich euch jetzt da. Also für die 2000 kritische Abschüsse würde ich euch empfehlen. Kauft da oben auf. Das ist der letzte. Kauft da oben auf. Weil da oben habt ihr erstens einmal den ganz, also die ganzen Sachen, die was ihr braucht zum Waffenleveln. Ihr habt da oben Markiere Zielposition. einen Wunderfitz. Vergesst das. Wunderfest Ein lokalisiert. Wunderfeed, dann für eure Waffen zum Hochleveln und Munitionskiste habt ihr auch Habe eine dort. Munitionskiste Das ist das gefunden. Wichtigste. Dann das zweitwichtigste ist, ihr stellt euch einfach daher und drückt ganze Zeit L2, weil durch L2 mit Todes der Kiri zielt sie automatisch am Kopf. Das ist ganz easy. L2 erzielt automatisch am Kopf, wenn ihr Todeskarriere ausgerüstet habt. Und ja, bei Runde 11 kommt immer ein Mängler und 34 Zombies. Also könnt ihr das circa ausrechnen, wie lange ihr circa braucht für eine Runde. Und das Gute daran Eins ist, ist sicher. Meine Zeit als Pazifistin ist die vorbei. Runde wird nicht schwerer. Es werden nicht mehr Zombies, es werden nicht stärkere Zombies, es werden nicht Ich irgendwelche hätte auch noch viel mehr Sprinter-Zombies, von euch sondern killen einfach können. ganz gechillte Zombies, die was da ein bisschen herumhatschen. Und das ist nur deswegen, weil bei diesen geführten rundenbasierten Zombie-Modus geführt. Da will ich ja durch das Easter Egg führen, also helfen durch das Easter Egg. Aber wenn du nicht alle Räume aufkaufst, also wenn du jetzt nicht alles aufkaufst, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt nur aufkauft bis zur Kirche, damit ich punchen kann, bis zur Kirche. Wegpunkt Dass man markiert. punchen kann. Dann da die Seilrutsche wieder aufkauft, dass man da oben chillen können. Das Einzige, was ihr da oben habt, nicht, ist eine Werkbank. Aber das macht eigentlich nicht viel. Ihr könnt es auch ganz easy, wie gesagt, bei Runde 11, wenn 34 Zombies kommen, könnt ihr auch ganz easy da beim Markiere Platz Zielposition. vorm vor der Bank, wo der Tresor drin ist, können sie einfach ganz easy herum trainen, die Zombies. Wenn sie zum Beispiel braucht jetzt da 10 mal 10 schnelle Abschüsse oder 15 mal 10 schnelle Abschüsse etc., was da alles gibt für die Tarnungen zum Freischalten. Also ich finde, das ist die schnellste und wirklich leichteste Methode, eine Waffe auf Gold zu machen. Weil einfach dieser Spielmodus geführt einfach eigentlich für Amateure da ist und die das nicht so schwer gemacht haben. Ja, wie gesagt, und die Runde erhöht sich auch nicht, solange man nicht weiter aufkauft oder weiter am Easter Egg rummacht. Also ich spiele jetzt sicher schon seit einer Stunde.
herum. Hab meine 2000 kritische Abschüsse schon, meine Waffe auf Gold gemacht, also ja, kann man rechnen. Eine Stunde bis eine Stunde 20, wenn man sich viel Zeit lässt und chillen möchte nebenbei. Und es ist kein schwerer Modus und es ist wirklich ein sehr leichter Modus, aber auch schnell zum Waffenleveln und zum Tarnungen grinden, also ja. Täuschgranate geht raus. Und ihr könnt ganz easy auf kritische Abschüsse gehen, also ja. Insta-Kill. Ja, ich hoffe, das Video kann euch weiterhelfen für eure Waffen zum Leveln oder Tarnungen zum Freischalten und zum Hochleveln. Würde mich freuen über ein Like, das würde mich extrem freuen, und über ein kostenloses Abo, weil ich mache das eigentlich nur hobbymäßig, aber trotzdem bin ich immer dafür da, den Leuten zu helfen, die was ein bisschen Probleme haben. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video kann euch weiterhelfen, diese Taktik, die man sich anwende. Und ja, würde ich sagen, Servus Leute und bis zum nächsten Video.